So, herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Spiel des Königsbrunner Jugendmeisterclubs gegen den Hertha BSC. Zu meiner Rechten begrüße ich den Trainer der Gäste, Bruce Keller. Und zu meiner Rechten den Trainer der Bulldogs, Waldemar Banaschak. Fangen wir mit einem kleinen Statement mit dem Gästetrainer von Wahl an. Tja, wir wissen, was wir vor uns hatten. Die ist eine sehr schnelle Mannschaft, sehr gut mit der Scheibe. 1-1 sehr gefährlich und mein erster Tor gleich ein ausgezackt in die Ecke rausgekommen, ein Tor geschossen. So, die haben es auch gemacht, was wir brauchen, auch was wir gedacht haben. In die zweite Drittel haben wir die einfach zu viel Eis gegeben. Die dürften laufen, die kamen über die blaue Linie und natürlich, wenn die gelaufen sind, sind die auch am Schießen. Genaue Schüsse und tja, im Endeffekt waren wir manchmal glücklich, dass wir nicht mehr Tore kassiert, aber wir hatten auch zwei, drei Alleingänge, hätte das Ding anders ausgehen können, aber im Endeffekt, ich glaube, die bessere Mannschaft hat heute gewonnen. Und wir müssen mit unseren drei Punkten vom Freitag glücklich sein. Danke erstmal. Ja, der Trainer der Heimmannschaft, bitte. Ja, also ich bin erstmal sehr glücklich und dass wir nach drei Niederlagen sind wir endlich wieder auf dem anderen Weg. Und zwar einen Sieg eingefahren. Und ich finde, war von erster bis zur letzten Minute auch verdient. Die Jungs, das war kein leichter Gegner. Wir wussten ganz genau, das kommt auf uns schwere Gegner. Die werden auf jeden Fall defensiv auch gut stehen und sind auch brandgefährlich mit Konter. Und das haben die auch gezeigt und bewiesen, dass die brandgefährlich sind. Aber unsere Torwart hat das im Prinzip gut gemacht und die Jungs auch. Ja, wir haben nicht viele Möglichkeiten gegeben, die Tore zu schießen. Was hat mir noch ein bisschen gefällt? Normalerweise ist der Drittel müssen wir etwas mehr Tor schießen, aber naja, das ist, wie gesagt, nach drei Niederlagen erstmal ins Spiel reinzukommen und sich trauen, ein Tor zu erzielen. Das war schon sehr wichtig. Wir haben heute mit zwei Blöcke gespielt. Ein Spieler habe ich sehr vermisst, das ist der verletzte unser Kapitän Igor Vorder. Aber ich glaube, dieser Sieg war auf ihn. Wir haben mit ihm auch gezittert und mit ihm auch gespielt. Jo. Danke erstmal. Kommen wir zu den Fragen der Presse. Ja, bitte. Kowalski von den Eishockey News. Ich habe eine Frage. Und zwar ist Igor Vorder ja am Freitag in Duisburg verletzt ausgefallen, die sich jetzt mittlerweile herausgestellt hat mit dem Kreuzbandriss, sodass er für den Rest der Saison ausfallen wird. Wie schwer bewegt dieser Verlust? Also ich glaube, über Qualitäten von Igor Vorder brauchen wir nicht reden. Das ist unser Fundament von dieser ganzen Mannschaft. Das ist eine Führungsperson, ist auch unser Kapitän. Und dieser Lauf zu stoppen, ist überhaupt nicht einfach. Also wir haben heute die Blöcke so ein bisschen umgestellt. Haben wir gesehen, dass die zwei tschechischen Spieler haben zusammengespielt, unsere Ausländer. Und dass jede Woche das funktioniert, aber wir müssen auf jeden Fall, wir müssen uns irgendwo verstärken und auch den dritten Block etwas stärker zu machen, dass wir mit 15 Mann an Bord einfach spielfähig sind. Jetzt ist Philipp Rosé auch schon wieder erkrankt. Gibt es da schon eine Diagnose? Das, was ich mitbekommen habe, der ist auf jeden Fall schon zu Hause, ist wieder gesund. Aber ich glaube nicht, dass die letzten zwei, drei Monate mit uns noch spielen werden. Also er muss auf jeden Fall noch Pause haben, der muss ein Reha-Center, irgendwo im Reha-Center muss er eingeliefert werden und da muss er auch Medikamente nehmen und das ist natürlich auch nicht machbar, mit uns weiter zu spielen. Aber der Philipp kommt, glaube ich, nächste Woche und dann können wir ein bisschen mehr von ihm erfahren. Jetzt ist der Kader dadurch durch die beiden Ausfälle und den Wechsel von Volumbeck ein bisschen ausgedünnt. Gibt es da irgendwie personelle Veränderungen, dass noch irgendwelche Spieler geholt werden? Das weiß ich noch nicht. Ich muss darüber noch mit Vorstand sprechen. Und ja, wir haben erstmal Weihnachten vor der Tür und das ist auch sehr wichtig, dass wir, wie gesagt, die drei Punkte geholt haben. Wir haben auch zwei schwere Spiele. Wir müssen weiter essen. Kontrollieren, was die auf dem Eis machen. Ich glaube, die haben heute auch gewonnen, oder? Essen hat gewonnen, 5-3. Ja, also haben wir weiter 9 Punkte Vorsprung und müssen wir weiter hart arbeiten und dann unser Ziel ist 8. Platz weiter zu behalten. Kommende Woche Freitag steigt ja das Derby in Hamm. Was erwartet ihr euch von dem Spiel? Ja, harte Spiel. Vom 1. bis zur 65. Minute. Wir versuchen uns sehr gut zu verkaufen und vielleicht nehmen wir Punkt 2 oder 3 nach Hause. Also alles offen. Alles offen. Okay, danke schön. Sonst noch Fragen aus der Runde?
Dann bedanke ich mich erstmal und hoffe, Sie beim nächsten Mal wiederzusehen. Viel Glück.